Toni Schönberger, Skilehrer, Tischler, Bergwanderführer, Windsurflehrer, Weltreisender, Krankenpfleger. Ich spiele in einer Band als Schlagzeuger, Lebenskünstler. Ich bin Ortsführer, Reiseleiter, Kabarettist, Kinderbuchautor, Hauptschullehrer für Englisch und Sport, Rettungsschwimmer und Bademeister. Ich bin am 16.11.1965 geboren, also ich wäre jetzt dann bald 44, sehr, sehr bald sogar. Ich fühle mich verdammt wohl mit meinem Alter. Ich glaube, ich habe in meinem Leben überhaupt nichts versammelt und nichts umbrennen lassen. Ja, ich habe in St. Johanns Gymnasium gemacht. Ganz ein normaler Bursch bin ich gewesen, bis auf das, dass ich halt wahnsinnig gern Trickski gefahren bin und viele Saltos gesprungen habe in meinem Leben. Ja, mein absoluter größter Wunsch war immer Tischler zu werden, aber ich habe dann doch die Matura gemacht und die BEDAG gemacht. Ich bin Hauptschullehrer für Englisch und Sport. Was viele nicht wissen, ist, dass ich auch die Missio Canonica besitze. Das heißt, ich bin vom Papst befugt, Religionunterricht abzuhalten. Naja, es ist so gewesen, sie haben mich am Anfang schon alle Ludwig genannt, aber man kommt dann in ein Alter, wo dann plötzlich die ersten Leute dich irgendwann einmal am Telefon anrufen. Und dann hat halt die Mama einmal gesagt, wenn es geheißen hat, ist der Ludwig da, dann hat meine Mama einmal gesagt, der Alte oder der Junge. Und mein Vater hat das absolut nicht erwagt, der Alte genannt zu werden. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich mach das nicht mehr länger mit, ich bin noch nicht alt, der war damals erst 40. Und dann hat er gesagt, jetzt nennen wir ihn beim zweiten Namen. Und so ist eigentlich der Anton oder der Toni draus entstanden. Und ich glaube, ich bin eigentlich durchs Skilehren und durchs Bergführen, ich glaube, ich bin eigentlich eher ein Toni. Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Feststeht, dass es mich ziemlich anzipft hat, dass die Kinder an unserer Skischule ungern Helme aufsetzen. Und ich hatte damals eine Katze, die hieß Rosti. Dann habe ich einfach dieser Katze angedichtet, dass sie Skifahren kann. Ja, und die Katze hat immer ihren Helm aufgesetzt. Und allerdings, eines Tages hat die Katze den Helm vergessen und ist dann gegen einen Baum geduscht und im Krankenhaus ganz theatralisch und schmerzvoll ist die da im Krankenhaus geendet. Die haben es aber dann wieder hergebracht und das geht dann ganz, ganz gut aus, das Buch. Die wird dann zum Schluss sogar noch Olympiasiegerin mit ihrem Helm. Wir hatten im Heimatmuseum, übrigens, das ist auch noch ein Beruf, den ich noch gar nicht erwähnt habe, ich bin auch Kustos vom St. Johanner Heimatmuseum, aber wir hatten da die Weltkinderbuchausstellung und ein Schulkollege und guter Freund von mir, der Fischer Peter, der hat mit mir diese Vitrinen mit den verschiedensten Kinderbüchern aus der ganzen Welt eingerichtet. Und irgendwann hat der Peter gesagt, du bist eigentlich in der Schule der Beste gewesen, in Deutsch und in Zeichnen. Und jetzt tust du eigentlich nur noch saufen und Skilehren. Und das hat mich so gift, dass ich mich im Keller verzogen habe für 14 Tage. Ja, und dann habe ich halt diese Malereien und diese Texte gemacht. Und mittlerweile gibt es den Kater Rosti, den gibt es jetzt mittlerweile schon auf 3 Sprachen übersetzt. Und ja, ich bin eigentlich recht stolz, denn es wurde zum pädagogisch wertvollsten Kinderbuch des Jahres 2007 erkoren. Und da bin ich eigentlich recht stolz. Ja. Es gibt mittlerweile sogar schon einen Verleger.
Und man wird es heuer zu Weihnachten in sämtlichen Sportgeschäften und sämtlichen Buchhandlungen käuflich erwerben können. Die Plasmenbewegungen kommen durch die Tätigkeit des Mikrotubuli-Mikrofilamentsystems zustande. Sie enthalten ein Adenosin-Triphosphat-spaltendes Protein, das auch Myosin genannt wird. Bin ich eigentlich schon auf Sendung?